Ja, wer haben wir denn da? Nadia Damaso aus dem Engadin. Genau. Herzlich willkommen im Comedy Drive. Danke. Nicht, dass du gekommen bist. Du darfst dich noch anschnallen. Oh ja, das vergiss ich immer. Weißt du, das ist halt bei den neuen Autos so. Und zwar, apropos neues Auto, das ist ein nigelnagelneuer Ioniq 6 von der Hyundai, von der Rucksburg Garage. Und mit dem mache ich dir jetzt eine schöne Fahrt durch Zürich. Schön, freu und bereits langsam los. Nadia, du bist ja eigentlich die erfolgreichste. Die. Ja, man kann sagen, die erfolgreichste Kochbuchautorin von der Schweiz. Also quasi fast so ein bisschen der weibliche Jamie Oliver von der Schweiz, oder? Ja, also eben, ich will mich eigentlich nicht gross mit anderen vergleichen oder so. Ich mache einfach das, was mir Freude macht. Und wenn es gut ankommt, ist das natürlich schön. Aber es gibt da noch ganz viele andere, die auch super sind und wo andere sehr Erfolg haben mit dem, was sie machen. Aber weißt du, wieso glaube ich das, wieso du den Erfolg hast? Weil deine Kochbücher sind eigentlich Kunstwerke. Danke vielmals. Weil du fotografierst ja alle da, also all das, was du zubereiten, genau. Wie du das zusammensetzt, tust du alles selber fotografieren. Genau. Oder? Und das mit genau. Einer sehr speziellen Optik, mit sehr speziellen Filtern. Ja, also Filter ist nachher eigentlich alles, jedes Bild ist eigentlich individuell bearbeitet. Mhm. Also es braucht viel Zeit, einfach das ganze Design und Grafik und Layout. Das machst du auch selber? Ja, das mache ich alles selber. Nachher kommt es zum Verlag und wird das wie so im professionellen Programm neu zusammengesetzt, genau nach meiner Vorlage. Aber für mich, alles was ich mache, wenn ich mich voll drin tauche, dann muss ich wirklich voll und ganz, muss alles so sein, wie ich mir das vorstelle. Aber Nadia, das muss ich dir mal etwas fragen, weil normalerweise eine Kochbuchautorin, Da sehe ich eigentlich immer so eine Wirtin, so ein eine betagte Wirtin, okay. Die so ein etwas gegessen und geleistet hat. Aber du sitzt eigentlich da wie so ein junges Fotomodell, wo du gerade in Zürich bist. Wie kommst du überhaupt dazu, Kochbücher zu machen? Kochst du auch sehr selber gerne? Sehr gerne, ja, jeden Tag. Was ist dein Lieblingsgericht, das du Lieblingsgericht? Ich frage jeden, was ist dein Lieblingsessen, aber ich selber könnte es nicht beantworten. Aber sicher gerade Buns. Nein, Brot. Aber Brot ist doch kein Essen. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Brot, um Gottes Willen. Ein gutes Brot. Aber wenn du mich jetzt heute Abend zum Nacht einladen würdest, genau. Ich hätte zwar kein Date, aber gleich. Mhm. Und dann würde ich sagen, los, ich hätte gerne etwas Büttnerisches, etwas Engadinerisches. Was würdest du mir auftischen? Oh, Büttnerkuche ist recht deftig. Recht ja, eben so kapulsmässig. Ich würde vielleicht so. Eine andere Version machen. Du ernährst dich ja in erster Linie vegetarisch, oder? Ja, hauptsächlich pflanzlich. Pflanzlich, also, ja. Genau. Also ein Ei oder mal ein Käse gibt es bei dir nicht? Jetzt habe ich zwar in letzter Zeit immer wieder ein bisschen Käse gegessen. Aha. Ist schon kein. Aber nein, Eier jetzt nicht. Aber eben, mir geht es auch nicht darum, um irgendwelche Einschränkungen oder das ist richtig und das ist falsch, sondern meine Bücher und das, was ich teile, geht mehr darum, um den Leuten hoffentlich weiterzugeben, dass jeder für sich selber herausfindet, was tut mir gut, wodurch fühle ich mich gut. Und nicht jetzt unbedingt. Aber wieso hast du das Gefühl, sind deine Bücher so gefragt oder werden so gut verkauft? Ja. Was ja? Das weißt doch du, oder? Ich glaube, viel hat es auch damit zu tun, mit was für einer Energie und Leidenschaft man etwas macht. Mhm. Ich glaube, wir Menschen nehmen sehr viel unterbewusst wahr. Mhm, absolut, und, ja. Darum sind wir auch Menschen. Ja. Homo sapiens. Das Produkt selber ist ein kleiner Teil von dem, was bei den Leuten überkommt. Und ich glaube, aber schaust du dich nicht auf. Sorry, das klingt vielleicht ein bisschen provokativ, aber ist das nicht irgendwie auch so ein Marketing-Gag, den du machst? Mit den Büchern? Ja. Nein, weil das Kochen, ich meine, ich koche seit ich 10 bin. Seit 10? Ja. Also du hast kaum können stehen und schon hast den Kopfklöpfel in der Hand. Stehen habe ich können. So weit bin ich auch mit 10. Aber nein, es war einfach für mich so eine Art und Weise gewesen, wenn ich mich können ausdrücken konnte, durch das Kreieren, durch das Kochen, so die Leute ein bisschen meine Welt einladen, so ein bisschen meine Kreativitätswelt. Und mir ist gleich gewesen, ob ich später mal etwas mit Kochen machen oder nicht, sondern mehr darum, zu können, mich selber auszudrücken. Aber bist du auch schon mal in einem Restaurant gekocht? Oder professionell? Oder nein. Du gibst auch einen Workshop, oder? Genau. Da kann man dich zum Beispiel buchen. Also Familie Meier oder Familie Huber, wo ich seit 20 Jahren überhaupt nicht gescheit auf dem Tisch hat, kann zu dir kommen und dann sagst du, hörst Familie Huber, jetzt sage ich euch mal, wie ihr ihn grundsätzlich könnt mal in einer Woche eine schöne Woche durchkochen. Machst du das? Ja, also bei meinen Workshops geht es eigentlich mehr so ein Menü. Mhm, zusammen? Genau, aber es gibt kein Rezept, also es gibt keine Vorgaben, sondern Aha. Es geht mehr darum, zum selber kreativ zu sein. Was können wir noch dazu tun, was passt gut dazu, wie können wir das noch ein bisschen aufpeppen, wie sieht das schön aus, was für eine Farbe fehlt noch, was,
Und wo machst du die Workshops? In meinem Kochstudio. Wo ist das? Das war im Seefeld gewesen, aber das ist jetzt... wo wir jetzt gerade da durchfahren? Ja, also, ein bisschen weiter runter. Das ist das Opernhaus, das ist Gonti. Genau, da bist du sicher runter. Schon gewesen, gegessen. Nein. Ah, noch nie? Okay. Ich bin, glaube in den letzten 6 Monaten vielleicht einmal auswärts gegessen. Also kochst du bei dir immer selber? Ja, ich esse eben auch erst recht spät zu Nacht, erst so mit also der Nacht. Also du bist mehr so ein Nachteulen, oder? Ja, ja, ich bin so bis um 3-4 Uhr, wenn ich weg ist, auch gerne in der Nacht. Du, und jetzt kommt ja dann Ende November kommt das neue Buch raus, ja, genau. Auch wieder unter dem Namen Eat Better Not Less. Ja. Und was ist dort der Fokus auf diesem Buch? Also es heisst Natürlich und einfach. Natürlich und einfach. Nadias 20-Minuten-Rezepte. An der Vernissage, wo ja. du das Buch rausgeben willst, das ist Ende November, gell? Das ist ja so Ende November. Ende November. Wahrscheinlich genau mit dem Geburtstag. Dort wird man ja Nadia Damase von einer ganz neuen Seite sehen, oder? Und zwar bist du jetzt eine sogenannte Neosängerin. Neosängerin, ja. Also das habe ich letztens gelesen. Ich finde, das heißt, das tut immer noch lustig, oder? Noch nie gehört, aber in dem Fall. Genau. Und du hast ja bereits ein Single rausgegeben, also einen Song. Genau. Mit dem englischen Namen Enough. Genau. Und du hast jetzt plötzlich gefunden, jetzt würde ich gerne auch noch Sängerin werden, oder? Echt nicht unbedingt so, sondern Musik war schon seit eigentlich vor dem Kochen meine Leidenschaft. Aha. Und nach dem Gimmi bin ich auf Zürich, an die Filmschauspielschule. Und dann das hast du auch noch gemacht? Genau, und dann während der Filmschauspielschule. Du eine Schauspielerin werden? Ja, einfach, ich habe einfach immer geliebt, in andere Welten tauchen und mich einfach neu ausdrücken, kreativ. Und während der Schauspielschule habe ich mein Buch geschrieben, mein erstes, und das ist dann so explodiert. Und darum habe ich dann auch so... Also das Kochbuch das erste? Genau. Eat Better Not Less. Das genau. ist rausgekommen 2015. Ja. Jesus Gott, bist ja du noch ein Teenager gewesen. Ja, 19. Okay. Ja, und dann habe ich vor 3 Jahren ein Tagebuch geschrieben, ich will ein Album machen. Mhm. Und dann gewusst, der Impuls, die Intuition sagt mir dann schon, wenn es Zeit ist. Und jetzt ist die Aber Zeit Nadia, du weißt ja selber, wenn du verstehst, einen Song zu produzieren. Ja. Du hast den Song selber geschrieben. Genau, ich schreibe alle selber. Du hast ja 30 Lieder eigentlich selber geschrieben. Ja. Das zu produzieren ist alles nicht ganz günstig. Und CD heutzutage produzieren bringt eigentlich gar nichts. Weil in dem Auto, wo wir jetzt umherfahren, dem wunderschönen Ioniq 6, hat es zum Beispiel auch kein CD-Laufwerk. Ja. Wieso wolltest du, was war dein Antrieb, das zu machen? Eben, also ein Album jetzt. Ja, also du wolltest sicher mal noch ein Album rausbringen. Genau, also zum Thema CD, das ist wie bei den Büchern, oder? Ich finde es schön, wenn man etwas in den Händen hat. Absolut, ich lese nur Bücher. Ja. Ich könnte nie in ein iBook hineinschauen. Ja. Und Album, eben, es ist für mich auch schön, mich mal ein bisschen von einer anderen Seite zu zeigen. Es ist, Musik ist natürlich sehr persönlich, oder? Und du singst auf Englisch? Ja. Und zwar praktisch ohne Dialekt? Ja, Englisch ist schon für mich immer so eine Sprache, die sich sehr natürlich angefühlt hat. Die haben wir auch schon mit 10 Jahren selber auch von Englisch beibringen. Und allgemein Sprache. Was bist du eigentlich für ein Naturtalent? Ist das, sind das die Engadiner Berge? Oder ist frische das... Bergluft. Also mit Sani hast du dir selber Englisch beigebracht? Ja, einfach so Shows geschaut und mit mir selber Gespräche geführt. Aber allgemein bist du ein bisschen ein Medium auch ein bisschen? Ja, ich nehme schon viel wahr. Aber meine Damen und Herren, die junge Dame, die nicht nur attraktiv ist, nicht nur sympathisch ist, sondern ein Medium ist und derweil viel Talent hat, die kann man eben live erleben. Und zwar an deiner Buchvernissage vom neuen Buch. Aus Datum noch nicht feststellt. Aus Datum noch nicht. Und dort wirst du live singen. Das ist der Plan. Du, aber Nadia, da können wir uns ja wirklich noch freuen. Und da freue ich mich wirklich. Weil ich finde dich eine absolut faszinierende Persönlichkeit. Danke vielmals. Das herzliche Engadiner Lachen ist ein Wahnsinn. Und jetzt habe ich dir noch ein kleines Geschenk. Oh, das ist aber lieb. Und zwar das Auto, das wir jetzt da drin... Oh, ich habe dir auch noch ein Geschenk. Ja, mein Buch, aber nicht mein neuestes. Aha, sondern? Oh, da hat es noch ein bisschen Geld drin, das muss ich da rausnehmen. Dann kannst du drin lassen. Oh, warte, willst du schauen? Ich geb dir zuerst. Warte, jetzt muss ich schauen, ob das Geld schon rausnehmen. Was für ein Buch ist das? Ich habe da irgend so noch ein bisschen Geld drin. Nein, ist das? Das letzte. Das ist das letzte Buch von der Nadia Damaso. Genau. Das sage ich, musst du an die Kamera. Das ist vor 2020. Ist das 2020. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt kommst du von mir aus Geschenk rüber. Und zwar kommst du von mir rüber einen Gucci. Danke. Einen Gucci von der,
von der Rückstuhlgarage Klot. Und zwar kannst du das Auto, wo wir jetzt drin sitzen, rein elektrisch, wenn du willst, ein Wochenende lang ausprobieren zum Fahren, den IONIQ 6. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Danke. Das war sie, meine Damen und Herren. Promity Drive mit dieser fantastischen, einmaligen, ein mystisch angehauchten Nadia Damaso aus dem Engadin, die jetzt gerade in Zürich wohnt. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank und ciao miteinander. Tschüss.